Boah. Vielleicht mal kurz hier zu den Optionen. Also Adaptive Level, also das will man eigentlich genauso eingestellt lassen, wie das bei Default ist. Das macht total Sinn. Ne? Adaptive Leveler ist halt einfach, dass der reingeht und schaut, wo ist was leise, wo ist was lauter und dann bringt er das irgendwie auf dieselbe Lautstärke. Es sei denn, du hast sehr dynamische Musik, da musst du aufpassen. Dann rechnet er dir nämlich deine Musik kaputt. Nein, deine Musik sollte er dir auf gar keinen Fall kaputt rechnen, weil er ja erkennt, wo Musik ist. Aber wenn in der Musik noch Dynamik ist, die zieht Wenn halt. in der Musik irgendwas kaputt gemacht wird, dann schreibt man eine ganz böse Habe ich Mail an schon. Georg und dann wird er das schnell fixen, weil das ist denen total wichtig. Aber grundsätzlich gilt hier, er erkennt Musik und macht diese adaptive Geschichte nur auf Sprache und nicht auf der Musik. Die Musik wird als solches wahrgenommen und in ihrer Gesamtlautstärke wiederum dem Rest angepasst. Aber auch wenn man halt so höllisch laute Jingles irgendwie reingeworfen hat und kein richtiges Monitoring hatte und es am Ende eigentlich zu laut wäre, auch da hilft das System mit. Global Loudness Normalization heißt dann im Prinzip nur, dass dann alles sozusagen nochmal eben auf eine einheitliche Loudness gebracht wird. Loudness ist übrigens Lautheit, nicht Lautstärke. Das ist was anderes. Das kann einem keiner erklären, weil das ist der totale Audio-Voodoo. Aber im Kern, diese LUFS, das ist da quasi so diese Einheit. Und wie ich schon erwähnt hatte, gibt es halt jetzt von der EBU, also von der European Broadcasting Union, endlich jetzt seit 2 oder 3 Jahren überhaupt erstmal einen Standard, der definiert, was das eben bedeutet. Denn Lautheit ist extrem frequenzabhängig, während die Lautstärke unabhängig ist. Diese Peaks, gegen die man immer ganz gerne komprimiert hat und so, das ist frequenzunabhängig und macht von daher nicht das Gleiche, weil eben bestimmte Frequenzen uns eben nicht so laut vorkommen wie andere, insbesondere auch im Zusammenklang mit anderen Frequenzen. Das ist also komplizierte Science, von der ich wenig verstehe, aber die Jungs von Auphonic verstehen das ganz gut. Dann gibt es eben jetzt hier so entsprechende Targets, das kann man also hier quasi genauso lesen wie früher. dB für Lautstärke ist halt dieses Lufs da für Loudness, also Loudness, Unit, irgendwas. Und sie haben jetzt hier verschiedene Werte vorgegeben auf Basis einerseits schon existierender Festlegung von entsprechenden Organisationen, also hier EBU 100, R128, das ist das, was für Fernsehen in Europa jetzt gilt. Und keine Ahnung, das ist hier irgendwie USA, bla bla bla. Und Internet-Audio ist, glaube ich, so ein bisschen ihre eigene Interpretation. Mobile, das ist irgendwie erst neulich dazu gekommen. Hier wird es tendenziell auf jeden Fall immer lauter. Und es gibt auch Leute, die schreien ja immer so: Oh ja, hier mein Radiosender XY, der ist ja noch viel lauter und ich hätte es auch gerne so laut. Aber irgendwann wird es dann auch einfach nur noch Gekreische. Also, das muss man jetzt nicht machen. Ich würde einfach sagen: Hier dieses minus 18 oder vielleicht minus 16, das ist so das, was man nehmen sollte. Und das ist eigentlich völlig ausreichend. Also, seitdem ich Auphonic verwende, habe ich keine Klagen mehr gehört über Lautstärke. Und das war eigentlich ein Dauerthema in den letzten Jahren. Von daher klappt das schon. Ja, dann gibt es hier noch diese. Ach, ich weiß jetzt gar nicht, was hinter Filtering drin steht, aber lass es einfach an. Und wenn halt, wenn irgendwie. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr so Hintergrundgeräusche habt und ihr wollt die gerne rauskriegen, dann könnt ihr es mal damit probieren. Das ist so ein bisschen experimentell. Wobei. Das heißt jetzt nicht, dass wenn da ab und zu mal einer mit dem Papier raschelt, dass das dann irgendwie rauskommt. Sondern da geht es sozusagen um konstante Hintergrundgeräusche, die im Idealfall permanent die ganze Zeit da sind. Was weiß ich, so ein Lüfter vom Rechner, irgendwie kontinuierliches Straßenhintergrundgeräusch oder sowas. Also was jetzt keine großen Schwankungen ausgeht. 50 Hertz Brummen. Ja, das ist, Brummen ist nochmal was anderes. Also bei Noise geht es eben um Noise. Also wenn ihr da sozusagen konstante Hintergrundgeräusche habt, die euch stören. Ne? Also Lüfter ist einfach das beste Beispiel. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Noise Reduction da was rausfindet, ganz gut. Und neulich ist halt jetzt auch noch Hum Reduction dazu gekommen. Das heißt, wenn man jetzt so ein 50 Hertz oder irgendein anderes kontinuierliches Brummen hat, also so, dann soll das auch ganz gut funktionieren. Ich hatte jetzt noch nicht so viel misslungenes Material, an dem ich das hätte groß überprüfen können. Ja. Ich glaube, eine hast du noch dahinter, ne? Bitte? Eine Option ist noch dahinter, ne? Genau, Reduction Amount.
Ach so, ja, genau. Und dann kann man dann halt damit rumspielen. Ich meine, das ist wirklich etwas, was man nur anwenden sollte, wenn wirklich was schiefgegangen ist. Eigentlich sollte man gar nicht so aufnehmen, dass man das braucht. Okay. Ja. Welches Lautnis-Target soll man jetzt nehmen? Ja, also ich würde die minus 18 Internet-Audio nehmen. Nehmen wir auch. Also das nehme ich, wenn es hat bisher jetzt keiner beschwert. Letztlich müsst ihr das auch mal selber entscheiden. Also umso krasser die Lautheit angereichert wird, umso mehr drückt ihr natürlich auch alles zusammen. Das ist, unterm Strich ist das einfach eine Audiokompression und irgendwann klingt es einfach nicht mehr natürlich und harmonisch. Dann ist es halt einfach nur noch Geplärre. So wie Privatradiosender-Werbung. Ja, das ist halt ein einziges Geschrei. Ne? Und das soll ja auch dieser Lautnisstandard im Prinzip jetzt verhindern, dass so dieser grässliche Effekt, dass wenn die Werbung einsetzt, auf einmal so einen das irgendwie so anplärt. Das hast du die halt eigentlich auch. Aber es gab halt bisher keinen Standard. So. Und deswegen haben die einfach in den Werbeabteilungen einfach so, machen wir mal schön laut irgendwie, dann wird das auch wahrgenommen und deswegen ist es halt so unangenehm. Ja. Ja. Ja, Schockenwerk. Hast du das in Tricky eingetragen? Ja, wir sind ein paar mehr als die fünf, die wir eingeplant haben, gekommen. Da haben wir diese beiden Räume zusammengenommen. Ist der nicht noch frei? Ja. Den würden wir euch dann gerne dafür geben. Der andere. Bitte? Der eigentlich ist der andere auch belegt. Eigentlich ist er belegt, aber hier ist seit Stunden niemand aufgekreuzt, der ihn tatsächlich auch wirklich benutzt hat. Mach das mal weiter. Ja? Okay. So, ja? Das Beste, was man ja, glaube ich, machen kann, ist gut aufnehmen. Geht ihr nochmal darauf ein, wie ihr das macht, sozusagen? Ob ihr jemanden habt, der mit Monitor nach Möglichkeit oder was ihr für Technik verwendet? Wenn du jetzt eine konkrete Frage hast, kann man da gerne darauf eingehen. Ja, also meine Frage wäre sozusagen, habt ihr mischt ihr mit ab, macht ihr direkt ins Notebook rein, welche Mikrofone benutzt ihr oder habt ihr halt vor allem jemanden während der Aufnahmen, der halt sozusagen gleich mitmonitort und sowas dann an die Regel gegeben hat? In der Regel sind solche Personenstellen nicht besetzt, also ich glaube, das ist so das Schicksal des Podcastings, dass man das alles selber macht. Direkt ins Notebook rein, never ever, also ich meine mit eingebauten Mikrofonen von solchen Lärmmaschinen solltest du niemals arbeiten, immer mit einem externen Mikrofon arbeiten. Ja, das ist schon klar, aber schließe jetzt direkt ab, zeichnet ihr sozusagen mit dem Notebook auf oder habt ihr noch ein Mischpult dazwischen oder was macht ihr? Also wir haben ein Mischpult zwischen und zeichnen ein digitales Aufnahmegerät auf, also tatsächlich ganz ohne Rechner. Okay. Das ist unsere Aufnahmelösung. Also da können wir jetzt nochmal 3 Stunden drüber reden, ja. Über Aufnahmetechniken. Das sollte heute jetzt nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Okay, ja, also ich habe immer auch irgendwie noch irgendein Mixer-Element dazwischen und nehme halt im Idealfall direkt digital mehrspurig im Rechner auf. So. Mehrspurig ist sowieso gut. Auch weil das so eine der nächsten geilen Sachen ist, die bei Auphonic kommen werden. Da basteln die gerade dran, dass man demnächst auch seine Aufnahmen mehrspurig hochladen kann. Abgesehen davon, dass das eben für diese reine Audioaufbearbeitung schon mal super ist, weil man dieses Problem des Übersprechens damit ganz gut in den Griff kriegen sollte. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Also Übersprechen ist, wenn man jetzt mit mehreren guten, idealerweise mit so Kondensatormikrofonen arbeitet, aber es sind 3 Leute im Raum und man redet, dann nimmt halt das andere Mikrofon immer noch mit auf. Und das kann man natürlich mit dem Gain so ausregeln, dass jetzt eigentlich das so extrem nicht ist. Aber ihr wisst ja, bisweilen erregt man sich ja ein wenig und dann wird man laut und dann ist man eben auch schön gleichflächig über die ganzen Mikrofone verteilt und dann entsteht immer dieser Klo-Effekt, dass man auf einmal so einen Hall hat, obwohl der Raum vielleicht an sich gar nicht so hallig ist. Und in dem Moment, wo man eben die Spuren einzeln bearbeiten kann, sollte, ich bin gespannt auf die Ergebnisse, sollte das eigentlich wegfallen, weil man sieht halt, hier Aktivität auf dem Mikrofon. Und die anderen machen im Wesentlichen nichts anderes, als dieselbe Information auch nochmal in verminderter Form dazu zu geben. Und dann werden die halt einfach automatisch ausgegatet. Das ist eine nette Sache, ja? Mehrspurig heißt für jeden Mensch eine Spur. Ja. Jeden Gesprächspartner. Ja, also im Idealfall. Mhm. Also im totalen Idealfall auch für alles andere. Also wenn du noch Audio-Einspieler hast, Musikbett oder keine Ahnung, das auch alles schön separat zu machen. Das ist ohnehin zu empfehlen, weil du es auch einfach beim Schneiden einfacher hast. Gerade bei langen Diskussionen, dann fällt dir ein, so, da gab es noch eine Stelle, da haben wir es ein bisschen in die Haare gekriegt, vielleicht kriegen wir das entschärft. Finde mal sowas, wenn du nur noch so eine Datenwurst hast, ja. Aber wenn du dann eben genau den Dialog im Prinzip an den einzelnen Spuren direkt ablesen kannst, dann findest du solche Sachen auch schneller. Ja? Was ist denn dann das Master-Audio-File? Also,
Welches Fileformat hat Ihnen diese Möglichkeit, mehrere Spuren zu ermöglichen? Ja, also theoretisch können alle modernen Container das. Ja, du kannst in MPEG 4 beliebig viele Audiospuren reinwerfen und das gilt auch genauso für FLAC, MKV, eigentlich alles. Auch nur find mal Software, die das auch macht. Das ist wirklich haarig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es machen, aber vermutlich wird es jetzt erstmal so aussehen, dass man jede Spur als einzelne Datei hochlädt. Ja. Was hältst du davon, das auch mehrspurig auszuliefern? Wenn ich mir jetzt eine Podiumsdiskussion vorstelle, dass ich sage, ich kling zwei Teilnehmer ab und wenn die gerade nur mit sich reden, dass es halt übersprungen wird. Also mehrere Spuren ausliefern halte ich nicht so viel von, aber ich werde auf das Thema gleich nochmal im anderen Kontext zurückkommen, weil das ist einfach zu groß dann. So. Und ich meine, wer will wirklich ernsthaft zwei Spuren ausschalten, weil wenn die dann reden, also ist ja nichts. Also überspringen ist ja nochmal was anderes. Was nehmen die als eigenes Format für Aufwand? Du musst ja wahrscheinlich unkombiniert irgendwie... Ach, das hängt so, also was du da hochlädst, hängt im Wesentlichen eigentlich von deiner Zeit, deiner Geduld und deiner Internetverbindung ab. Also wenn du halt irgendwie so ein normales, dünnbrüstiges Strohhalm-DSL hast im Upload, dann musst du da halt vielleicht, keine Ahnung, ich würde sowas machen wie 256 Kilobit AAC, weißt du, da ist eigentlich dann im Wesentlichen keine Qualität verloren. Da ist dann noch genug zum rauszuholen. Ich persönlich nehme halt derzeit FLAC einfach, because we can. Aber wenn ich es eilig habe, mache ich es halt auch mal anders. Ne? In dem Moment, wo man dann mehrspurig arbeitet, dann wird es natürlich knallig, wenn man dann irgendwie fünf Leute hat und nochmal eine Musikspur, dann musst du halt das Sechsfache hochladen. Das ist schon der Unterschied, ob du da jetzt noch eine halbe Stunde sitzt oder zwei Stunden. Und von daher muss man da selber sehen, wie man da klarkommt, ja? Die fressen auch Wave. Die fressen alles. 24 Bit. Die fressen alles. Ja. Man kann theoretisch sogar eine MP3 hochladen, wenn man da Spaß dran hat. Also MP3 hochladen. Ist auch okay. Ich meine, wenn du so 320 Kilobit MP3, wie das jetzt so von den Rekordern kommt und so, ich meine, da Sprache wird echt, also alles, was unter 128 Kilobit Mono ist, ist vollkommen artefaktfrei. Sprache, Mono 128 Kilobit, ja, okay, MP3, das ist artefaktfrei. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass man da was hört. Noch Fragen? Ja. Wie lange braucht ihr denn auch Phonik für das ganze Umrechnen und Bereinigen, Pipapo, wenn ich den jetzt irgendwie so in zwei Stunden Podcast hochwerfe? Also wir haben kürzlich eine 3,5-Stunden-Sendung, habe ich kürzlich durchgeschickt. Mal abgesehen davon, dass ich kein VDSL habe, was ein bisschen umständlich ist, rechnet der für eine 3,5-Stunden-Sendung, wo relativ viel los ist, vielleicht maximal eine halbe Stunde, maximal. Also der macht eher schneller. Eher schneller. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel da gerade los ist. Ja. Aber es ist eigentlich relativ fix. Das ist auch der Vorteil. Kannst du das dann auch direkt wieder auf meinen Server schieben? Oder ja, genau. Also du kannst halt hier, das haben wir jetzt noch gar nicht so gesagt, du kannst halt hier auch noch sagen, wohin das Ganze gehen soll. Hier, File-Transfer, da siehst du mal, ich habe hier mal so alles eingegeben, was irgendwie gerade so möglich ist. Ja, also man kann mittlerweile hochladen auf Archive.org, auf Amazon S3, wenn man bei Libsyn hostet, was ich nicht empfehlen würde, kann man das machen. Die eigene Dropbox kann man als Target geben, wenn man es einfach auch gleich wegarchivieren will, ne, und eine Kopie haben will. Soundcloud, YouTube geht direkt und vor allem, man kann halt FTP und SFTP Targets angeben. Ich habe halt hier quasi für jede meiner Sendungen ein eigenes Directory da rein konfiguriert. Also es ist immer die Kombination aus Server und Directory und das ist dann halt einfach mein Target und schwupps geht es einfach direkt hin. Und diese typische Zusammenstellung der Formate und der Targets packt man dann wiederum in so ein Preset und das ruft man einmal ab und dann ist es irgendwie, muss man eigentlich nur noch Titel eingeben und was man sonst noch an Metadaten vielleicht erfassen möchte und dann geht's ab. Das ist auch der Vorteil einer Online-Lösung, weil der Prozessor, der dahinter hängt, ist halt ein Rechenzentrum, was die Dateien sich auch anguckt. Das ist der einzelne Prozessor zu Hause, der mit der Audio-Processing überfordert. Also da wird das deutlich länger, als wenn man mal eine 4 Stunden dauern für eine große Datei. Oh ja. Und wenn man in mehreren Audio-Formaten produziert, das muss man ja auch alles wieder auf seinen Auslieferserver draufschieben. Das heißt, man spart sich zwar die Zeit, einmal zu Auphonic was hochzuladen, macht das alles selber, enkodiert selber, aber dann musst du selber 4 Dateien zwar irgendwo hinladen.
Und das kostet dann kostet mehr Zeit, als das einmal automatisiert darüber laufen zu lassen. Und das ist wirklich angenehm. Man bekommt eine E-Mail, ich bin fertig und dann kann man sich seine Dateien abholen. Das ist super. Wenn das so rechenaufwendig ist, womit macht dieses Unternehmen Geld und wie lange gibt es das dann noch? Also es sind ja schon viele Unternehmen, die mit Werbung sich finanziert haben, die dann auch schon gerne. Wer nutzt denn hier Flatter erstmal? So, da alle mal draufdrücken erstmal. Ja, genau. Also, kurz so auf Folik, das ist halt einfach irgendwie fünf Freaks und die haben eine Förderung erhalten. Das heißt, die läuft jetzt auch noch ein halbes Jahr. Derzeit ist das quasi so ein offiziell gefördertes Forschungs-Business-Startup-Projekt und ihr Businessmodell befindet sich in Entwicklung. Die wollen halt für Heavy-User Geld nehmen und für so Leute wie uns wird es frei bleiben, definitiv. Heavy User ist sowas wie Fernsehsender. Kein Heavy User. Echt nicht. Ich meine, ich mache halt irgendwie dreimal die Woche, schicke ich da was hoch und ab und zu mal nudel ich vielleicht nochmal ein Archiv durch, aber so ein Fernsehsender, die produzieren da halt täglich irgendwie hunderte von Jobs, das ist halt Heavy Using. Und die zahlen dann halt ab einem bestimmten Zeitpunkt dafür. Das ist das, der Plan. Ob der aufgeht, keine Ahnung. Ja, aber ich finde das super, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie damit jetzt keinen Erfolg haben. Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu den Metadaten, da werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Ich bin kein großer Freund von diesem Artist-Album-Track-Klimpeln, was noch so aus dieser Musik-Tagging-Denke herauskommt, aber wichtig finde ich so Sachen wie Subtitle und Summary. Das wird gleich noch ein bisschen klarer werden, wenn ich auf den Kram gehe. Aber schaut euch das mal an und fügt das mal mit ein. Das Schöne an Auphonic ist, der schreibt halt diese Dinge in jedes Format jeweils an die richtige Stelle. Das heißt MP3, MP4 und so weiter. Also was diese Containerformate auch alle hergeben, es ist richtig drin. Und auch wenn diese Zeit noch nicht gekommen ist, aber der Tag steht vor der Tür, irgendwann wird Google und andere Suchmaschinen auch sowas mal ordentlich auswerten. Und dann sind das einfach auch nützliche Suchhilfen, um eben auch Mediendateien aufzufinden. Ne? Genau das Gleiche gilt dann eben auch für Lizenzsuche. Wenn man dann einfach reinschreibt, hier Creative Commons, dann kann die Creative Commons Suchmaschine das eben auch entsprechend indizieren. Inwieweit die das jetzt schon tun, I don't know, aber schadet auf jeden Fall nichts, da mal ein bisschen mehr drauf zu achten. Ja. Beschleunigt halt den Workflow, wenn man das früher alles selber schreiben musste und editieren musste. Genau. Also, noch Fragen zu Auphonic, sonst würden wir dann mal weiter huschen. Ja? Mit denen mal darüber gesprochen, wie viel davon sich eigentlich live machen ließen? Die Frage war, wie viel man da vielleicht live von machen könnte. Nein, habe ich noch nicht drüber gesprochen, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber die Idee, diesen Leveler mal auf Livestream auch anzuwenden, halte ich auch für eine diskussionswürdige Sache. Habe ich aber noch nicht diskutiert. Ich habe mal was gehört von, wenn man so 10 Sekunden Delay einplant, könnte das schon gehen. Ja, ich denke, dass sozusagen zumindest auch den Kapitelmarken, wenn man sich da auf ein System einigen könnte, wenn man die Kapitelmarken setzt, könnte man die ja auch live an der Fortnite übermitteln, dann kommt dann später nur noch ein Formular, die Namen für die Kapitelmarken eintragen. Und du willst die reinstreamen oder was? Naja, egal, das können wir, glaube ich, gleich nochmal separat besprechen. Für zwei. Ja? Schmeißt ihr in die Summary dann die Shownotes rein? Oder? Ha, da komme ich gleich zu. Ja? Bei den Chaptern kann man ja auch einzelne Images setzen, geht es bei. Ja, ach nee, also die, genau, das ist nochmal sehr wertvoll. Also die sind gerade am Kämpfen mit diesem bekloppten Kapitelmarkenkack von Apple, den die Apple einfach A nicht dokumentiert seit Jahren und B auch irgendwie jetzt nochmal geändert hat auf irgendeine obskure Art und Weise. Die sogar dazu führt, dass die neuen Player, also dieser kranke Podcast-App, die sie da auf dem iPhone rausgebracht haben, kann meines Wissens noch nicht mal mit Kapitelmarken umgehen, die GarageBand, welche nicht die aktuelle Version ist, mal produziert hat. Völlig kaputt. Und
Der alte Stand war halbwegs gut re-engineert, da wusste man in etwa, wie es ist, und es ist jetzt irgendwie mit diesem neuen Spirenzchen von dieser Podcast-App irgendwie alles derzeit noch total unklar. Ich weiß, dass die relativ viel Zeit damit verbracht haben, rauszukriegen, was das Problem ist und auch nicht so richtig weit gekommen sind. Die Burschen da bei Hindenburg, das ist ja auch so eine Audio-Software, kennt vielleicht manche von euch, die sind da ein bisschen weiter gekommen, schon vorher auch, und hatten auch schon diese Bilder und so weiter ordentlich re-engineert, dass es lief. Und die sind da jetzt auch irgendwie, also es gibt sozusagen hinter den Kulissen gerade da so ein Versuch, das rauszufinden. Aber ich habe so den Eindruck, es geht nicht so recht weiter. Ich hatte mal mit dem Simon gesprochen, der bei diesem Shownotes-Projekt auch viel Code erzeugt, ob man nicht mal demnächst so eine Testplattform machen kann, so eine Public-Test-Plattform, dass alle Leute, die sich an diesen Text versuchen, Dateien quasi in so eine Art Podcast-Feed reinwerfen können, und Leute, die testen wollen, testen das gleich mal auf ihren Devices und geben dann Feedback auf der Webseite, was jetzt ging, auf welchem Gerät etc., dass man das mal so kollektiv sagen kann. Gibt es derzeit noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert und ob das überhaupt stattfinden wird, aber ich würde mich sehr freuen, wenn man da mal wirklich mit so einer großen Masse an Leuten und Geräten schnell so ein Turnaround-Feedback hat, um rauszubekommen, was es damit auf sich hat. Davon ganz abgesehen glaube ich, dass dieses ganze Kapitelmarken in Mediendateien auch irgendwie Quatsch ist, weil diese Dateien sowieso zu 99% über Podcast-Feeds konsumiert werden und es eigentlich eine viel einfachere Idee wäre, diese Informationen direkt in den Feed in XML reinzuschreiben, anstatt in diese blöden Dateien, die sich sowieso permanent ändern und die man vor allem erstmal laden muss, bevor man weiß, wo ein Kapitel ist. Was soll denn das eigentlich? Ich meine, ja, man könnte die ja auch vorne in den Header mit reinschreiben, da musst du nicht die komplette Datei da haben. Ja, warum überhaupt in die Datei reinschreiben, wenn man es auch gleich in den Feed reinschreiben kann? Ich meine, die Information, dass bei 3 Minuten 50 ein Kapitel anfängt, ich meine, das sind ein paar Bytes, die paar sich im XML sowieso, während ich den Feed lese. Wozu muss ich mir dann noch eine 152 Megabyte MP4-Datei mit irgendwie MP4-Text-Decoder implementieren, nur um so eine Information zu kriegen, die ich auch viel einfacher habe? Weil ich meine Mutter nur hin zu der Datei schicke und sage, hör das mal an, ab Uhrzeit so oder ab Kapitel 3. Das kann ich dann nicht, wenn ich dann nur die... Wenn ich meiner Mutter dann sage, hier, hör dir mal diese Folge an und ich schicke nur den Link zur Datei, weil sie keinen Podcast-Client hat und sowas, da wäre dann das Kapitel in der Datei sinnvoll. Ja, dann hat deine Mutter eine Schöne. Aber ihr seht schon, es gibt irgendwie Probleme mit Standards und so weiter. Und was mich total gewurmt hat, ist einfach die Tatsache, dass ich in den letzten Jahren, seitdem dieses ganze Podcasting mit der Fliegerei aufkam, sich da zwar eine große Szene drumherum gefunden hat, die das irgendwie toll findet und gerne produziert, aber mal ehrlich, technisch hat sich eigentlich überhaupt nichts getan. Und es kotzt mich an. Und deswegen musste sich was tun. Und im... Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die Fragen zu Mikros und solchen Geschichten haben, die können ja bei dir in den Lautsprecher mal reinhören und Aufnahmetechnologie. Aber wir sind ja auch nicht weg, wir können ja hier nachher auch noch weiter quatschen, aber ich wollte jetzt hier mal so ein bisschen die Essentials machen. Also, wir haben, oder ich habe diese Initiative mal losgetreten, um einfach mal Entwickler zusammenzukriegen, und es gab im letzten, also in diesem Jahr gab es 2 Treffen in Berlin, wo so knapp 30 Leute jeweils dran teilgenommen haben, übers Wochenende zusammensetzen und mal quatschen und so. Ziel der ganzen Geschichte ist, einen Ort zu schaffen, wo man sich auf Standards einigt, um mal die Dinge besser funktionieren zu lassen. Und das hat im Prinzip 2 Komponenten. Das eine ist halt, Spezifikationen zu erarbeiten, wie so Sachen besser funktionieren können. Unter anderem ist das eben dieses Podlove Simple Chapters, genau das, was ich eben angesprochen habe, Kapitelmarken und diese ganze Information einfach in den Feed reinschreiben und Podcast-Clients dazu bringen, das zu unterstützen, und dann kann man halt die Kapitelmarken schon anzeigen, bevor die Datei überhaupt runtergeladen ist. Ich meine, das ist einfach so einfach. Zusätzlich haben wir noch so 2 mehr so, Standard kann man das gar nicht nennen, das ist eigentlich mehr so ein Best-Practice-Beschreibung, wie man in seinen Feeds vermerkt, wie auf ein Inhalt in einem Podcast verlinkt werden kann. Ja, also man hat ja häufig so dieses Ding, oh, hier, hör dir doch mal den Ausschnitt in dem Podcast von da bis da an.
So, und das allein schon zu kommunizieren ist total schwierig. Dabei gibt es Links im Web und die können das natürlich abdecken. Und dieses Deep Linking ist jetzt auch kein besonderer Voodoo, das ist einfach nur eine Empfehlung, wie man das im Podcast-Feed reinschreibt, dass der Client weiß, ah, das ist jetzt die Basis-URL und da klebe ich jetzt noch die Zeitinformation dahinter, fertig ist der Link. Da bedienen wir uns auch einer existierenden bzw. gerade entstehenden Spezifikation, nämlich die sogenannte Media Fragments URI, das ist halt so ein W3C-Spec, die genau dieses Problem gerade aufgreift. Und auch wenn das alles noch im Entstehen ist, im Firefox zum Beispiel kann man das jetzt schon machen. Das heißt, wenn man jetzt auf blablabla.org linkt, dann kann man dahinter schreiben, Fragezeichen T gleich 15,20 und dann spielt er halt von Sekunde 15 bis Sekunde 20 und fertig. As simple as this. Und unser Ding hier ist eigentlich nur, das eben mit dieser Podcast-Feed-Infrastruktur zu verheiraten und dann eben entsprechend Clients oder eben auch Podcast-Directories dazu zu bringen, diese Informationen auch wiederzugeben. Und in dem Moment, wo man eben auch die Kapitelmarken im Feed hat, können zum Beispiel auch Podcast-Verzeichnisse Kapitelmarken anzeigen, ohne die Dateien zu lesen, was die sowieso nie tun. Ja, also das sind einfach so die Perspektiven, die an der Stelle da kommen. So, jetzt ist es natürlich immer so, man kann viel spezifizieren im Internet, da ist ja genug Platz, aber es macht dann halt immer keiner. Deswegen muss man so ein bisschen mit einem guten Beispiel vorangehen und kurzer Blick auf die weltweite Podcasting-Landschaft genügt, um festzustellen, dass irgendwie 99% der Leute, die nicht bei irgendeinem Podhoster sind, WordPress verwenden, ja. Lass uns nicht über WordPress reden. WordPress ist ganz furchtbar und schlimm und PHP und grausam. Und jeder, der da mal drin entwickelt hat, weiß, dass es irgendwie ein Fußmarsch durch die Sümpfe ist, wenn man da irgendwie versucht, was Stabiles hinzubekommen. Umso mehr Lob und Praisel für die Leute, die es dann eben tatsächlich tun. Wie zum Beispiel den Erik, der sich dran gemacht hat, den Podlove Podcast Publisher zu bauen. Und den Gerrit, ist der Erik eigentlich da? Erik, bist du hier? Da ist Erik, da hinten in der Ecke. Einmal klatschen. Und wer nicht da ist, ist der Gerrit von Aachen, den ich auch irgendwann mal belegt habe am Telefon, ob er denn nicht mal ebenso die Kapitelmarken da in so einen Player reinbauen kann. Und glaube ich in dem Moment nicht wusste, worauf er sich da eingelassen hat. Wie auch immer. Das Ziel ist hier einfach ein Plugin für WordPress zu entwickeln, um diesen Schund loszuwerden, der sich da nennt PodPress und PowerPress. Wer von euch arbeitet mit PodPress? Wer arbeitet mit PowerPress? Wer mag, was er benutzt? Ja, okay. Die Dinger sind halt auch eigentlich nicht wirklich, sagen wir mal, wirkliche Lösungen, sondern es sind mehr so kleine Erweiterungen ums WordPress herum, was aber eigentlich so diese Blogger-Denke hat. Und das funktioniert halt einfach bei Podcasts nur sehr begrenzt, auch wenn das technisch natürlich nah beieinander ist. Wir haben also jetzt sozusagen mal ein richtiges Workflow-Modell definiert und versucht das eben in so ein Plugin umzusetzen. Das gibt es jetzt halt schon, das kann man auch benutzen. Es ist derzeit noch Alpha, das heißt, es hat noch Bugs und es ist auch noch nicht featuremäßig da, wo es mal landen soll. Aber es ist jetzt eigentlich schon so das erste Bergfest gefeiert. Das ist also verhältnismäßig stabil. Ich verwende es bereits für 3 meiner 8 Podcasts und werde in den nächsten Tagen und Wochen einen nach dem anderen umstellen und dabei eben auch weiter Bugs finden und eben auch noch ein paar Features einbauen, die wichtig sind, um da das, was man schon vorher hatte, auch abbilden zu können. Frei nach der Devise, esse dein eigenes Hundefutter, sind wir da auch schon ganz gut vorwärts gekommen. So. Benutzt du das eingecheckte oder das öffentliche oder hast du so eine Spezialversion? Nein, ich benutze das aktuelle Release immer. Also ich habe keine Spezialversion, höchstens mal für ein paar Stunden, wenn es irgend so einen Hotfix gibt, den man erstmal, also mein System ist auch quasi das Testsystem und wenn da irgendwas Schlimmes, muss man vielleicht mal
da vor Ort patchen, aber dann ist eigentlich in der Regel das relativ schnell dann auch released. Also wenn ihr da quasi jetzt das Plugin über den normalen Weg installiert, dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand der Dinge. Also das, wenn man es noch aktueller haben will, kann man sich halt immer bei GitHub auschecken, so, aber das ist keine gute Idee, genau. So, ne? Ja, wie zeige ich das denn jetzt mal am besten? Vielleicht richte ich einfach mal hier so eine Testseite ein. Also ich verwende halt so eine Multi-User-Installation von WordPress. Das geht ja in dem Standard-WordPress, ist allerdings auch so ein bumpy ride und macht wenig Spaß. Ich kann jetzt hier einfach mal so einen 29C3 Block einrichten. Und so. Ja. Zu groß darf es auch nicht werden. Besser, ja. So. Ja, siehst du mal, jetzt geht das nämlich hier schon gar nicht mehr auf einem Bildschirm. Da. So, also das entspricht jetzt hier einem frisch eingerichteten WordPress-Blog. Und ich hole mir jetzt mal hier das Podcast Publisher Plugin rein. Der Webplayer, der dazugehört, den gibt es auch einzeln als Plugin. Aber wenn man den Publisher hat, dann ist der quasi dabei, da muss man das nicht nochmal separat installieren. Es gibt den Webplayer deshalb separat, weil man den unter bestimmten Rahmenbedingungen, die sich auch zunehmend verbessern, auch so mit PowerPress und Podpress Sachen kombinieren kann, dass man den schon mal als Player verwendet, obwohl da drunter noch Podpress ist. Aber man kriegt halt keins der anderen Vorteile und das ist alles noch sehr, sehr basic. Ich muss mal diesen scheiß Akismet-Kram irgendwie ausblenden. Moment. Bla. 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 So. So. Jetzt ist hier auch Ruhe. So, und jetzt haben wir halt hier das eingetragen. Ihr seht jetzt, es gibt halt zusätzlich zu den normalen Posts, ich habe das jetzt auf Deutsch, soll ich das auf Englisch umstellen? Gibt es halt hier Episoden, also unser Plugin ist jetzt noch nicht lokalisiert, vielleicht kommt das ja noch. Und wir benutzen halt intern diese Custom Posts von WordPress, um das so ein bisschen zu unterscheiden. Das ist leider auch nicht ganz schmerzfrei. Da sind wir noch gerade am Überlegen, aber grundsätzlich geht es darum, dass wir einfach Blogbeiträge und Podcasts einfach trennen wollen, weil es einfach was anderes ist. Das ist ähnlich, aber es ist was anderes. So, Podlove kommt halt jetzt mit so einem Dashboard, was einem im Idealfall, das muss noch ein bisschen erweitert werden, immer irgendwie sagt, was gerade noch scheiße ist. So, ja? Auch ein Ziel ist, dass immer alles, was man anbietet, auch validierbar ist. Also das Plugin kann überprüfen, sind überhaupt alle Dateien da oder fehlt was. Ja? Also ist irgendwas nicht erreichbar, ist irgendwas down, kann ja immer mal sein. Und jetzt nach der Installation wird man erstmal aufgefordert, doch mal hier so die Basics einzutragen. Das können wir ja gleich mal machen. Hier sieht man eben so das Menü, das besteht im Wesentlichen so aus diesen ersten vier, vielleicht fünf Sachen, wo man wirklich mal reingehen muss. Das heißt, als erstes gibt man dem Podcast irgendwie einen Titel hier. Macht einen Subtitle da dran. Und dann eine Summary. So, ne? Dumm, die dumm. Zu diesen drei Sachen will ich noch mal ein bisschen mehr sagen.
Titel, Subtitle, Summary, das ist so bei mir so ein bisschen so ein heiliges Konzept und wird bei den meisten Leuten so ein bisschen sträflich vernachlässigt. Das kehrt bei den Episoden wieder und ihr habt es auch eben schon bei Auphonic gesehen. Ihr habt ihr da etwas länger prügeln müssen, bis sie das dann irgendwie auch mal so in die Richtung gebracht haben. Aber die Idee ist einfach, dass man Metadaten über den Podcast oder die Episoden eben in so einer Staffelung darreicht. Ja, der Titel ist der Titel, das ist klar, der kann halt auch sehr knapp und kurz und meistens ist er ja auch lustig, ja, sein, aber der erzählt nicht wirklich viel darüber, worum es wirklich geht. Ein Subtitle wiederum ist da ganz wunderbar, weil man dann eben jenseits der Lustigkeit des Titels mal so ein bisschen genauer sagen kann, was jetzt hier eigentlich das Thema ist. Ja? Und die Summary wiederum ist dann aber auch schon eine ausführliche Beschreibung, weil ein Subtitle ist halt letztlich auch nur ein Titel. Das heißt, er sollte auch nicht über eine Zeile hinausgehen. Das ist kein Absatz und auch schon gar nicht mehrere Absätze, sondern es ist halt nur ein bisschen länger, aber... Die Idee dahinter ist, stellt euch mal vor, wenn Podcasts über sowas wie Küchenradios gehört werden, also diese neuen Internetradios, die da so stehen, da läuft dann irgendwie so eine Zeile durch und so. Da kann man nicht 5 Zeilen Erklärung durchscrollen lassen, aber vielleicht möchte man eben mal auch etwas mehr anzeigen als nur den Titel. Wenn man so einen Subtitle dabei hat, dann ist das etwas, das passt in der Regel auf so ein kleines LCD schon noch irgendwie mit drauf. Oder Übersichtsseiten, Archivseiten oder auch in Podcast-Verzeichnissen, wo der Platz knapp ist, aber man will eben vielleicht schon noch etwas mehr sagen darüber. Subtitle ist da einfach immer eine goldene Sache. Summary ist dann eben so das, wo man eben wirklich reinschreibt, und insgesamt ging es hier um das und das und das und das haben wir auch noch besprochen und das und dann sind wir zu dem Punkt gekommen. Was ein Summary aber nicht ist, ist Shownotes, wo alles drinsteht, was man noch nie wissen wollte. Und deswegen kommt das ja auch nochmal separat. Kleiner Disclaimer, wir haben Shownotes hier noch nicht drin, aber wir haben einen Plan. Pläne sind ja total wichtig. Ne? Mnemonik, diese Abkürzung, das haben wir noch drin, das fliegt in der nächsten Version wahrscheinlich schon wieder raus. Sehr viel wichtiger ist, dass man jetzt hier einmal sagt... Wo liegt denn der Kram eigentlich? Ja? Das heißt, man gibt jetzt hier also eine Basis-URL ein, vielleicht wird man in Zukunft auch mehrere angeben können, mehrere Orte, quasi mehrere Verzeichnisse unterscheiden können. Aber das ist so eine Kernidee von dem Plugin ist, man gibt eigentlich nirgendwo vollständige URLs irgendwo hin an, außer vielleicht jetzt mal für so ein Bild. Aber die ganzen Episoden, alles, was man regelmäßig produziert, alle URLs werden immer berechnet. Das heißt, das Plugin geht auch davon aus, dass ihr eure Dateinamen sortiert habt, dass die einfach einem bestimmten Schema, nachvollziehbaren Schema folgen. Und wenn wir mal ehrlich sind, das macht man sowieso irgendwie so. Und wenn man es nicht macht, ist man sowieso gestraft. Und genau dieses Schema bringt man Podlove bei, beziehungsweise man ordnet sich am besten einfach unter, wie wir uns das hier ausgedacht haben, weil das macht total Sinn. Hier würde man halt jetzt die URL von dem Bild reinwerfen, das spare ich mir jetzt mal. Diverse weitere Sachen, die man halt hier angeben kann, die man dann im Template auch wieder aufgreifen kann. Der übliche Schnaß mit Keywords und Kategorien und so weiter. Sprache muss man noch einstellen und dann ist gut. Hier unten sieht man auch so ein bisschen, wie das bei uns hier magisch zusammengesetzt ist. Das wird hier wahrscheinlich auch demnächst draus verschwinden, weil es ist viel zu kryptisch und viel zu kompliziert und verwirrt alle Leute. Aber das ist quasi die Idee. So, ich speichere das jetzt hier mal ab und erkläre das nächste Konzept. Und das ist nämlich auch ganz wichtig und das sind die sogenannten Assets. Podlove geht davon aus, dass man für jeden Podcast immer mehrere Dateien hat. Ja. Was kann das sein? Das kann halt die Audiodatei sein, aber es kann halt auch die andere Audiodatei in einem anderen Format sein. Also MP3 und dann habe ich es halt auch noch in Vorbis und dann habe ich es halt auch noch in MPEG 4, weil dann kann ich im Prinzip auf jeder Plattform abspielen. Und jetzt ganz neu und toll, gibt es jetzt auch noch Opus, noch freier, noch toller. Will man auch haben, weil man will ja nicht schlecht dastehen. Und dann richtet man das halt hier ein und schwuppdiwupp ist man... im Boot. Das heißt, man sagt hier einmal, ich habe hier Audio und ich habe zwar irgendwie MP3. So, ich mache das mal. So, MP3, Audio, so. Und hier unten sieht man dann eben auch schon, wie die URL aussehen würde, wenn man halt hier mal das hier
quasi sich denkt, dass das dann der Name der Episode ist. Sprich, MP3 ist halt einfach Name der Episode mit MP3 dran. Manchmal macht es aber auch Sinn, dass man vielleicht mehr als eine Datei in demselben Format hat. Also mehr als nur eine MP3-Datei. Warum? Weil man mit einem Vortrag angerufen wird. Ruhe. Weil man zum Beispiel eine große Datei, die gut klingt, anbieten will, aber auch eine kleine Datei, die man vielleicht auch mal runtergeladen bekommt, anbieten will. Ich nenne das immer das Afrika-Problem. Ja? Also wenn Leute irgendwie in fernen Ländern mit wenig Bandbreite versuchen, einen Podcast runterzuladen, der 4 Stunden lang ist, und da ist da so eine 256-Megabyte-Datei, gut, da lachen wir jetzt mit DSL ein bisschen drüber, aber tatsächlich ist das ein Problem. Auch für Mobile-Usage ist es ein Problem. Und es ist übrigens auch meistens dann doch auch ein Thema, wenn es um Webplayer geht, weil man will auch in so einen Webplayer nicht unbedingt jedes Mal, wenn da einer rumklickt und der Browser vielleicht die Datei auch automatisch schon lädt, weil er bekloppt programmiert ist, solche riesen Dinger. Ist schon was falsch? Ach so, mein Handy stört. So, mit anderen Worten, man könnte das auch noch unterscheiden. Ich könnte sagen, das hier ist irgendwie meine HQ-Variante, ja, und füge noch ein zweites Asset hinzu, was auch MP3 ist, aber dann irgendwie in der Low-Quality-Version und unterscheide das hier auch im Dateinamen entsprechend. Ja, und hier könnte ich dann halt auch das da hinschreiben. Ich würde euch generell ermutigen, ausführliche Titel zu wählen. So, und jetzt kann man halt also genauso gut auch noch hingehen und sagen, okay, dann habe ich das Ganze hier noch so als Fallback noch in OcVorbis. Und da unterscheide ich aber jetzt mal nicht mehrere Varianten. Und um alle glücklich zu machen, habe ich es auch noch in MPEG 4 Audio auch noch. So. Ne? So, und jetzt entstehen halt hier diese Assets. Sprich, man sagt dem Blocksystem, das sind die Dateien, die da zu sein haben, wenn ich eine Episode veröffentliche. Soweit so klar? Ist eigentlich ganz einfach. Man muss es nur einmal einrichten und wenn man später halt noch was hinzufügt, dann trägt man es ein, ja? Wie macht man das, wenn sich das ändert? Und ich lade jetzt 5 Episoden hoch mit genau diesen Assets und dann die nächsten 5. Irgendwie fällt ein, ich habe noch was vergessen, ich füge jetzt noch ein Asset hinzu. Meckert er dann bei den ersten 5 an, dass die da nur 5 sind? Ja, also du wirst gleich sehen, wenn du eine Episode machst, dann kannst du immer noch für jede Datei nochmal sagen, dass dieses Asset für diese Episode nicht da ist. Okay. Also du kannst sie dann einfach rauslassen. Wenn du dann aber dafür ein Feed hast, dann taucht die dann halt da in dem Feed auch nicht auf. Aber du weißt zumindest, woran du bist. Aber er meckert jetzt nicht die ganze Zeit, wenn du ihm explizit sagst, ja, ich weiß. Ist auch das gleiche mit Kapitelmarken. Zeige ich gleich, kann man hier auch einrichten. Und wenn man halt die ersten 10 Sendungen einfach keine Kapitelmarken gemacht hat und man hat auch keinen Bock mehr, welche einzurichten, dann sagt man das halt da auch irgendwie. Hier keine Kapitelmarken und dann ist gut. Also die Ausnahmen sind möglich. In der Zukunft, ich hoffe in einer nicht allzu fernen Zukunft, wird das System auch noch das Konzept unterschiedlicher Showtypen bekommen. Das heißt, wenn man zum Beispiel in seinem Podcast mehrere Sendungen hat, die man unterscheiden will, so ähnlich wie Holgi das zum Beispiel bei Vrindt macht oder so. Ja, also man hat irgendwie die Morning Show und die Evening Show und man möchte separate Feeds dafür und auch separate Titel und separate Logos. Das wird gehen irgendwann. Genauso auch, wenn man vielleicht gar nicht so sehr verschiedene Shows unterscheiden will, aber im Rahmen desselben Podcasts unterschiedliche Medien ausliefert, dass man mal einen Audio-Podcast macht und dann hat man irgendwie einen Video-Screencast und dann hat man nochmal irgendwie Video hier, Video da oder man schmeißt vielleicht auch mal ein PDF in den Feed, dann wird das dadurch auch abgedeckt sein, dass man eben einfach verschiedene Showtypen sagt und dann für jeden Showtypen sagt, welche Assets dazugehören. Ja, also das wird etwas mehr Flexibilität erfahren. Derzeit ist es sozusagen nur für eine Art Podcast im Sinne dieser Dateien machbar, aber das kommt definitiv, weil das brauche ich auch. Assets können aber nicht nur Mediendateien sein. Assets können auch sein,
Also Videos natürlich, E-Books, ja, wenn man ein EPUB-Feed haben will, warum nicht? Das kann sogar iTunes. Man kann hier auch Bilder eintragen und sagen, jede Episode hat hier Coverart. Und die Coverart lade ich halt auch hoch mit, irgendwie so heißt die Episode.jpg und dann liegt das da. Was den Vorteil hat, dass eben auch hier der Publisher automatisch weiß, ah ja, alles klar, liegt rum, kann ich benutzen, kann ich im Player benutzen, kann ich in der Webseite im Template benutzen, ist einfach da. Oder eben dann vielleicht auch verschiedene Varianten, dass man halt hier irgendwie sagt, ich habe hier die 1400 mal 1400 Pixel Variante und dann mache ich nochmal eine kleine 64 mal 64 Variante auch noch hin. Kann man alles hier reinbauen, automatisch wird gecheckt, dass es auch immer alles da ist und man ist da auf der sicheren Seite. Was man auch einbauen kann, ist die Kapiteldateien. Und hier wird es schon mal ganz interessant mit Auphonic, wenn ihr bei Auphonic die Kapitelmarken eintragt und auch in die Output-Files einträgt, dass die dann quasi mit den Audiodateien auf den Server geladen wird, dann liegt die da rum mit ich bin die Episode.chapters.txt, dann kann man hier wiederum sagen, ja, das ist auch ein Asset und dann wird es auch automatisch an den Player übergeben und dann braucht man das hier überhaupt gar nicht mehr eintragen. Man hat es im Workflow über Auphonic auf den Server gepackt und das war's. Mehr muss man nicht tun. Ist alles da. Und er weiß auch, dass alles da ist, sieht, ah, die Datei existiert, dann kann ich sie dem Player übergeben und der Player macht schön das Fenster auf und zeigt einem die ganzen Kapitelmarken einfach so an. The power of the Internet. Und was so ein bisschen noch so ein Pet-Project von mir ist, das ist noch nicht wirklich implementiert, aber it's coming. Captions sollen auch unterstützt werden. Also salopp formuliert Untertitel. Einerseits halt für Video, wo das unter Umständen auch eine Rolle spielt. Aber auch als Idee, Transkriptionen für Audio-Podcasts zu unterstützen. Dass wenn man Transkriptionsdateien hat, dass man die quasi in dieses Untertitelformat umrechnet und dann irgendwie muss man mal gucken, dass im Player da so ein bisschen teleprompter-mäßig irgendwie mit durchscrollen lässt. Die Präsentation ist mir an der Stelle gar nicht so wichtig, wie die Tatsache, das überhaupt erstmal geordnet dabei zu haben, denn das kann natürlich in Zukunft dann auch Suchfutter sein, sodass man eben wirklich nach gesagten Dingen im Podcast suchen kann. Ja, dann richtest du das einfach hier als Asset ein und nimmst einfach immer zur Kenntnis, dass es meistens erstmal nicht da ist und klickst es dann aus. Und wenn es dann später da ist, klickst du es dann an. Bei der einzelnen Folge. Bitte? Bei der einzelnen Folge. Bei einer einzelnen Folge, wenn es dann da ist sozusagen. Aber das ist jetzt quasi das Preset für jede Folge. Genau, das ist jetzt erstmal so generic für, so soll es normalerweise immer sein. Aber wie schon angedeutet, da kommt eh noch ein bisschen mehr Varianz rein. Es muss ja jetzt überhaupt erstmal laufen. So, naja, wenn man das also jetzt alles gemacht hat, dann macht man sich an die Feeds und richtet die im Prinzip genauso ein. Das ist jetzt hier gerade noch so ein bisschen Kraut und Rüben durcheinander, das wird gerade aufgeräumt. Wichtig sind eigentlich derzeit nur die Felder Titel, ja, also ich könnte jetzt hier erstmal einen MP3 High Quality Feed machen und gebe hier so einen Slug ein, damit eben daraus auch eine entsprechende URL entsteht, die man dann entsprechend kommuniziert. Und dann muss man eigentlich nur noch hier das entsprechende Asset auswählen, was in diesem Feed auch landen soll. Und zack. Ja. Theoretisch kann man auch einen Podcast-Feed mit den Kapitelmarken machen. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, aber gehen würde es. Oder mit dem Cover-Art oder so. Ja, aber wer seine Shownotes vielleicht als EPUB produziert, könnte tatsächlich einen EPUB-Shownotes-Feed machen damit. Oder auch PDF oder was auch immer. Ja, ja. Den Rest überspringe ich mal. Das ist halt so Feedburner, Redirect, Klimbim, iTunes Directory, dieser ganze Quatsch. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber wenn man den Feed halt eingegeben hat, dann kann man im Prinzip anfangen, den zu kommunizieren. Das Letzte, was man dann unbedingt noch machen muss, ist einmal dem Webplayer zu sagen,
welche Dateien er denn jetzt tatsächlich verwenden soll, um sie im Web abspielbar zu machen. Und da unterscheidet man dann eben die einzelnen Typen. Also hier bei MP3 zeigt er mir halt die beiden MP3-Assets an und dann sage ich, okay, im Web reicht mir jetzt mal Low Quality, da müssen wir jetzt nicht so viel Bandbreite verbraten, weil passt schon irgendwie. Und wer es richtig haben will, kann ja auch einen Podcast-Player benutzen. Hier habe ich eh nur die eine, hier auch. Und Opus habe ich jetzt halt gerade mal nicht angelegt, ne? Aber Opus wird jetzt auch zunehmendem Maße unterstützt und erlaubt sehr kleine Dateien. Und wenn man das einfach mit Auphonic auch mit rausrechnet, dann kann man in so einem Webplayer mit irgendwie einem 16 Kilobit Mono-File echt amtlich Sprache machen, ohne dass es irgendwie groß stört. Also das ist schon ganz cool. Hätte ich jetzt hier Video eingerichtet, dann würde ich natürlich auch dem Videoplayer das machen. Grundsätzlich ist der Publisher in der Lage, für Audio und Video genauso zu arbeiten. Ich habe keinen eigenen Videopodcast-Feed. Falls irgendjemand von euch da mal ein bisschen mit testen möchte, wäre mal ganz interessant, weil da haben wir eigentlich derzeit noch kein richtiges Feedback. Ja, und der Sinn davon ist, weil der Webplayer nicht auf jedem Browser und jeder Plattform in der Lage ist, jedes Audioformat. Genau, der Player guckt sich an, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich gelandet? So. Oh, Firefox, alles klar, hat MP3 und MP4-Allergie, dann nehmen wir doch das Vorbis. Und neue Version, die kann auch schon Opus, dann nehmen wir doch Opus. Wenn er mehrere kann, spielt er in irgendeinem Ranking eine Rolle? Wenn er macht halt irgendein Voodoo und nimmt halt irgendwas, was läuft. Also das kann uns dann auch an der Stelle eigentlich egal sein, aber man kann halt einfach komplett flashfrei arbeiten und das Ding hat aber immer noch ein Flash-Fallback für Internet Explorer und andere Antiquitäten im Internet, wo dann eben das dann auch alles genauso aussieht und genauso abspielt und dann nimmt er dann halt irgendwie MP3 oder so. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, es lohnt sich wirklich Auphonic zu nutzen, um diesen ganzen Stress mit, ich mache viele Formate wegzuhaben, macht Opus, Ogg, alles volles Programm, ja, schreibt das einfach alles dahin, ist egal, die paar Bytes da auf dem Server machen den Kohl die fett und dann könnt ihr das hier alles eintragen und könnt einfach davon ausgehen, dass dieser Webplayer einfach überall läuft. Was will man denn mehr? Ja, um es dann noch richtig schick zu machen, kann man dann hier auch noch mit Templates arbeiten. Das kann ich nur empfehlen. Das ist so ein einfaches HTML-Template im Prinzip. Da legt man sich hier mal eins an und editiert das so lange, bis es einem passt. Man kann hier über Shortcodes auf die einzelnen Metadaten der Episode verweisen und kann damit so ein einheitliches Gerüst bauen, wie ein Podcast immer angezeigt wird im Web. Mit der Ausnahme von Shownotes. Aber da komme ich ja gleich zu. Aber so, man kann den Subtitle sich schnappen und anzeigen, man kann die Summary da mal reinwerfen. Die Summary übrigens ist ohne Links, ja, weil es ist einfach nur Text. Und dann kann man sagen, wo der Webplayer sein soll und man kann auch sagen, wo die Downloads auftauchen sollen. Ja. Bei den Downloads ist gestern Abend noch ein schönes Feature dazugekommen irgendwie. Das kann man hier so verwenden. Und wenn ich das jetzt hier so als Default anklicke und jetzt eine neue Episode anlege, hier, und dann sieht man schon, wird eben automatisch hier einfach nur noch reingeschrieben, nimm mal das Template. Und damit ist halt klar, was da erscheint. Ja? Sind die Templates auch rückwirkend dann halt für ältere Episoden? Das heißt, wenn man jetzt ältere Episoden hat und das Template ändert, ändert sich dann das Template insgesamt oder ändern sich nur Episoden, die man quasi neu anlegt? Nein, das ist rückwirkend. Also man ersetzt am besten den Quatsch, den man da vorher drin hatte, einfach durch das. Und wenn man dann das Template Foo ändert, dann ist es halt überall auf der ganzen Webseite anders. Das ist überhaupt so eigentlich die Idee, ja, dass man möglichst nicht mehr so viel nachträglich editieren muss. Wenn ihr zum Beispiel eure Dateien auf einen anderen Server umziehen müsst und es irgendwie nicht möglich ist, den unter derselben Domain und demselben Verzeichnis vorzuhalten wie vorher, weil ihr halt von 01597.strato.net auf tritratralala auf anderahoster.de umzieht, dann könnt ihr das halt einfach einmal an einer einzigen Stelle ändern und der Kram liegt jetzt da und es gilt halt automatisch für alles. Während man bei Podpress halt durch 250 Podcast-Episoden gehen muss und immer wieder die URL von Hand ändern darf. Viel Spaß.
Nee, das ist halt genau die Idee. Das Einzige, was halt jetzt hier noch fehlt, ist die Sache mit den Shownotes. Habt ihr jetzt noch... Achso, ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, wie man eine Episode veröffentlicht. Das machen wir jetzt mal. Hier haben wir das. Wieso ist das hier eigentlich alles so? Mach das mal ein bisschen einspaltiger. So. Nimm mal den Kram hier alles weg. Dieses Böckchen hier, Podcast-Episode, ist eigentlich der entscheidende Punkt. So, und auch hier wird einem gleich wieder klargemacht, Subtitle Summary ist wichtig. Das ist das Erste, ja. Bitte eingeben. Ja? Die habe ich jetzt ja aber vorher schon in Auphonic eigentlich eingegeben. Also ja, Handshake zu machen. Ja, der Handshake, also es ist... kompliziert. Ja, es ist einfach eine Frage der Zeit immer alles. Ne? Also es gibt ja eine API und wir planen, Auphonic in Podlove einzubauen. Ist noch nicht ganz klar, wie rum. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen so einen Import ein, dass man hier einfach einmal sich anmeldet bei Auphonic, so mit diesem typischen Web-Authentication-Klimbim. Und dann hat man so ein Pop-up und wählt irgendeine der letzten 10 Produktionen aus, die man da hat und sagt Import und dann schwupps steht das hier alles drin und dann holt er sich Subtitle, Summary und Duration. Die andere Variante ist, dass man es umdreht, dass man hier alles ausfüllt und sagt, erzeuge eine Produktion bei Auphonic und dann geht man dahin und sagt, und hier ist deine Datei und jetzt mach mal. Und dann ist irgendwie auch schon irgendwie alles da und dann holt man sich das wieder zurück, wenn die Duration klar ist und so. Das muss man mal sehen. Also beides macht irgendwie Sinn. Da bin ich ganz bei dir. Das wäre doch, wenn ich da am besten meine Datei auswähle und zu Auphonic hochlade und sobald Auphonic fertig ist, ja, das Problem ist, dass wenn ich jetzt hier zu Auphonic hochlade, dass es dann erstmal durch deinen Server durch muss, um dann nochmal von dort zu Auphonic durchzugehen und das ist extrem ineffizient. Das Problem ist bekannt, da wird drüber diskutiert, da wird geredet, das wird, glaube ich, alles total toll. Also das ist alles eine Frage der Zeit. So, ne? Wichtig ist jetzt nur zu verstehen, hier sollte ein Untertitel stehen, denn Untertitel sind toll. Und Summaries sind noch viel toller. So, dann hat man hier irgendwie die Duration, die weiß man einfach oder holt sich irgendwo her. So, und dann gibt man noch diesen Media-File-Slug ein. Das ist halt irgendwie alles, was weiß ich, hier 29 C3001. Alles total toll. So, und dann hier Tab und dann sagt er so, ah, bam, 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 bam. Das sind wohl die Assets, die wir hier konfiguriert haben. Die sollten jetzt alle da sein. Sind sie aber leider gerade nicht, weil habe ich jetzt gerade keine. Ja. Könnte ich jetzt irgendwie simulieren, aber glaubt mir jetzt einfach mal, dass wenn die jetzt da gewesen wären, würde hier einfach stehen, wie groß die sind und fertig. Ich kann das auch gerne nochmal hier in einem anderen Podcast zeigen, was ist mal ein gutes Beispiel hier. Logbuch Netzpolitik ist vielleicht mal ein besseres Beispiel. So sieht das hier aus. Na, die Übersicht im Prinzip genauso, wie man das so kennt. Und auch hier verwende ich halt Templates und die Shownotes sind hier noch mit drin. Noch. Und das ist das, was ich hier eigentlich drin habe. Subtitle, Summary, Duration und hier ist der Slug. Und da sind meine ganzen Assets. Ganz fancy. Ich habe hier auch noch MP3-Zip. Ist auch noch so ein Feature bei Auphonic, das wollte ich einfach mal mitbenutzen. Das ist so, wenn man Kapitelmarken hat, kann Auphonic einem gleich eine MP3-Datei in einzelne MP3-Dateien an den Kapitelmarken trennen und das zusammensippen. Wozu braucht man das? Ja, es gibt so Leute, die laden sich das runter und brennen dann eine CD und legen sie in ihr Autoradio ein und fahren dann damit durch die Welt. Da es mich keine Kraft kostet, das mit Auphonic und hiermit zu machen, habe ich es halt einfach mal eingebaut. Das sind so diese kleinen Nettigkeiten nebenbei. Ne? Aber hier sieht man halt Status, alles da, tralala, alles super. Und vor allem, wenn man jetzt hier in das Dashboard geht, sieht man hier auf einen Blick, ist alles in Ordnung? Habe ich was falsch benannt? Ist eine Datei umbenannt, gelöscht worden, sonst wie kaputt? Liefert irgendwas einen falschen MIME-Type? Ist irgendwas braun, was irgendwie stören könnte? Nö, alles super.
natürlich checkt er jetzt nicht am laufenden Meter dieser Dinger. Und wenn man irgendwie was umgestellt hat und man weiß nicht, und ein neuer Webserver und keine Ahnung, ob man es richtig konfiguriert hat, kann man einfach hier oben auf Revalidate Assets gehen. Und dann fängt er hier an, Datei für Datei durchzunudeln und zu gucken, ob alles prima ist. Toll, oder? Zwischenapplaus. So, und so soll es weitergehen. Also es sollen in diesem Dashboard soll quasi alles angezeigt werden, was irgendwie schief gehen kann. Feeds zum Beispiel, ja, dass hier wirklich alle Feeds nochmal aufgelistet werden, dass man sieht, so und so viele Items sind da drin. Weißt du, dann fehlt mal irgendwo eins, dann merkt man gleich so, ah, da ist irgendwas braun. Oder vielleicht auch noch die Feed-Validator-API benutzen, um quasi von außen gleich den eigenen Feed permanent validieren zu lassen, dass man auch sofort merkt, wenn da irgendwas schief ist, weil manchmal geht bei diesem WordPress einfach was kaputt mit diesem ganzen Path-Mapping und Apache-HT-Access und der ganze Klimbim, das ist alles so fragil, da lohnt es sich, glaube ich, so ein bisschen Netz und doppelten Boden einzubauen. Sag mal, was zur Migration von alten. Ja, Migration. Also Migration ist jetzt noch ein etwas schwieriges Thema. Das ist nicht so einfach. Das liegt vor allem daran, dass wir eben so viele Annahmen machen, die vorher ja so überhaupt nicht existierten. Und deswegen kann man nicht so ohne weiteres das übernehmen. Wir arbeiten daran, dass mehr und mehr Sachen importiert werden kann und dass man dann vielleicht auch das irgendwie so zumindest halbwegs automatisieren kann. Aber keine Ahnung. Das hängt so ein bisschen davon ab. Das ist auch alles so ein bisschen Fleißarbeit und da muss dann auch die Zeit und die Motivation dafür da sein. Derzeit finde ich halt irgendwie neue Features erstmal viel interessanter, zumal wir da noch so einiges auf der Liste haben. Kannst du das so schleichend migrieren, also noch deinen alten lassen oder leben? Schwierig. Also du machst alles so an einem Tag. Du kannst theoretisch. Überlegen. Ich glaube, wir sind mittlerweile in der Lage, parallel zu einem Podpress zu existieren und auch Feeds unter einer anderen URL anzubieten, während die anderen noch da sind. Also vorausgesetzt, du verwendest nicht dieselben und du könntest dann im Prinzip, naja, in dem Moment, wo du es halt bei dem alten rausnimmst, bei dem neuen reinnimmst, ist es halt in dem einen Feed nicht mehr drin, aber dafür mit dem anderen. Ich meine, wenn du mit den ältesten anfängst, ist das in gewisser Hinsicht irgendwie. Aber, also ich habe dann, diese One-Click-Lösung gibt es dafür einfach noch nicht. Aber das ist irgendwie alles irgendwie machbar. Es ist nur so, wenn man das irgendwie austestet, dann merkt man immer wieder, von Installation zu Installation ist dann doch mal immer irgendwie noch was anders und in irgendwelchen blöden Feldern steht irgend so ein JSON-Garbage drin und dann weiß man auch wieder nicht, was das ist. Also das ist alles nicht so einfach. Aber das Plugin macht auch eine ganze Menge Sachen in den Hintergrund. Ne? Ich weiß nicht, wer schon mal mit WordPress gearbeitet hat und schon mal einen Link auf eine MP3-Datei in den Shownotes hatte, um danach festzustellen, dass irgendwie nicht der eigene Podcast ausgeliefert wird, sondern diese verlinkte Datei, obwohl man die nirgendwo gesondert reingeschrieben hat, außer in den Shownotes. Da merkt man dann so diese großartigen Ideen der WordPress-Developer. So, ah ja, wenn man da einen Link auf etwas hat, was auf .mp3 endet, dann könnte man das ja gleich als Podcast-Enclosure automatisch erzeugen. Ohne jemanden zu fragen. Ja, das ist da drin. Das ist auch noch in der aktuellen Version drin. Nein, das nützt niemandem irgendwas, macht aber riesige Probleme. Ja, also solche Operationen sind hier gleich mit dabei, die das abfangen, wenn WordPress das macht und es dann sofort danach wieder rückgängig macht. Völlig beknackt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und dann wollte ich noch mal erläutern, wie das mit den Shownotes so weitergehen kann. Ihr werdet ja sicherlich mitbekommen haben, dass es dieses Projekt gibt, die Shownotes. Ist eigentlich irgendjemand vom Shownotes-Team hier? Ja, Evita ist da, sie schreibt fleißig mit. Der Simon, weiß ich, hat es leider nicht geschafft, der hat den Großteil dieses Codes hier. Das ist nett. Der Simon hat einen Großteil des Codes geschrieben, wenn nicht fast alles, aber viele engagieren sich halt bei Live-Podcasts und es gibt hier so eine Auswahl von Podcasts, für die das derzeit getan wird. Das verstehe ich als eine wachsende Liste von Podcasts, also immer wenn da so eine gewisse kritische Hörermasse live dabei ist, die irgendwie Bock hat auf diesen Kram, treffen sich alle in so einem Etherpad, wo es irgendwie so ein Tool gibt, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Zeit?
Weißt du das? Na, du siehst das doch. Wird da immer die aktuelle, die Startzeit angezeigt? Also, da gibt es auch noch extra, vom E-Piraten extra Timer, der dann angeht und dann sehe ich, wie weit was ist. Genau, also irgendeiner gibt sozusagen die Referenz vor, so jetzt hat die Sendung angefangen, sodass man im Pad eben immer die relative Zeit sieht und die dann entsprechend auch sofort eintragen kann. Bitte? Ja, ja, da hat sich einfach in diesem Jahr einfach viel getan. Ne? Also die Shownotes sind hier im Piratenpad und hier kann man das mal sehen. Das sind hier die Shownotes für Mobile Max 101. So, und im Prinzip ist es halt immer so Zeit, Text. So, und eine Zeile, ein Thema. Und wenn man sich das so anguckt, sieht man schon, hier gibt es eine verdächtige Nähe zu diesem Kapitelmarkenformat. Und das hat uns so ein bisschen auf die Spur gebracht, hier mal eine, so eine Spezifikation zu machen, das läuft salopp unter Open Show Notes Format, wie man eben sowas handgeschrieben, kollaborativ erstelltes so schreibt, dass es danach möglichst maschinenlesbar übernehmbar ist. Und der Clou hier ist eigentlich, man sagt, eine Zeile, ein Aspekt. Und ein Aspekt kann haben einen Titel oder muss haben einen Titel, also den Text, und kann haben einen Link, einen, nur einen. Wenn zwei Links, zwei Aspekte, beziehungsweise man kann dann noch mit Minus in der nächsten Zeile einen weiteren Aspekt hinzufügen und dann ist klar, dass der noch dazugehört. So eine kleine Einrückung. Dann könnte man das schön in Klammern packen und so weiter. Und danach, nach dem Text, beziehungsweise wenn Link in gespitzten Klammern vorhanden, dann eben nach dem Link, kann man Tags hinzufügen. Und durch einen Tag wird eigentlich aus dieser Zeile erst eine relevante Information, sofern es sich dabei um einen Tag handelt, der quasi als wichtig anerkannt wird. Hier zum Beispiel ist wichtig sowas. Steht da Lattenzaun Chapter, dann weiß man nicht nur, dass es relevant ist, sondern dann soll das eine Kapitelmarke werden. Und aus diesen Shownotes kann man auch automatisch die Kapitelmarkendatei für Auphonic generieren. Künftig dann auch mit Links. Ja? Und vielleicht auch bald mit Bildern, da muss man nochmal schauen. Aber dazu muss halt erstmal der Code da entschlüsselt werden von Apple, der geheime. Section ist so eine Idee, dass man quasi noch Unterkapitel macht. Spoiler ist etwas, was man vielleicht in den Shownotes haben will, aber nicht vielleicht jeder sofort sehen will. So dass man so auf der Webseite Spoiler an aus anklickt, um irgendwie nicht gleich alles gepetzt zu bekommen, was lustig war. Topic ist sozusagen so nur dieses, naja, ich weiß ja eigentlich nichts weiter dazu zu sagen, als dass es irgendwie ein Thema war. Und damit sorgt man dafür, dass die Zeile überhaupt in die Shownotes kommt. Und dann halt so Sachen wie Video, Audio, Image. Also man hat halt einen Link und sagt, das hier ist ein Video, das hier ist sowieso. Und wenn man noch Embed dazu schreibt, dann könnte man theoretisch auch, wenn man das will, auch das gleich embedden. So, wenn man sozusagen nicht nur auf ein YouTube-Video linken will, sondern möchte es auch gerne sehen, dann ginge das. Alles eine Frage, wie das konvertiert wird. Und so weiter. Shopping, Tipps, keine Ahnung, Glossary, was auch euch einfällt. Das ist ja dann auch sehr domain-specific. Also je nachdem, was in eurem Podcast wichtig ist, könnt ihr dann definieren als, das ist mir ein Tag wert. Und solange es Code gibt, der aus diesem Tag dann wiederum Relevanz erzeugt, dann ist ja alles super. Ja? Weil die Idee ist, dass man eben jetzt hier diese Shownotes nicht nur schreibt, sondern auch eben möglichst easy klassifizieren kann und später das eben umsetzt in Shownotes, die vielleicht mal gar nicht nur auf die Show bezogen sind, sondern, jetzt kommen wir so in unser Träumenfeld für das nächste Jahr, so richtig umfangreiche Kompendien da eigentlich macht. Weil wenn ich Shownotes habe für eine Sendung, ist es super, wenn ich wissen will, was in der Sendung war. Aber irgendwann will man vielleicht mal alle Filme, die in allen Podcasts hier besprochen worden haben. Und dann könnte man eben sagen, nimm mir aus allen Sendungen alle Movie-Hinweise und pack die mal auf eine Movie-Seite und schreib dahinter, in welcher Sendung das war. Und wenn da halt auch noch eine Uhrzeit angegeben wurde, wann das war, auch noch gleich einen Link, dass ich da draufklicke und dann geht der Webplayer auf und spielt die Stelle auch gleich an. Ah ja, hier, Batman müsst ihr euch unbedingt angucken. Und das Ganze, ne? So.
mir gefällt das halt deshalb so gut, weil das auch einfach mal so ein bisschen die Schleife schließt zwischen Sendern. Ich denke, ich spreche hier für alle Podcaster, ja, also dieses, was ich einfach echt gut finde an dieser Szene, ist, dass das hier alles so flache Hierarchien sind, ja. Ich meine, da gibt es Leute, denen wird gerne zugehört, so, aber wir finden das auch total toll, dass uns zugehört wird und wir sehen da irgendwie gar nicht so einen großen Unterschied und dieses ganze Feedback und Shownotes und diese Beteiligung und diese, was da so im Chat abgeht und was an Feedback kommt und an mentalem Support und auch an finanziellem Support kommt und so, das ist einfach so cool, dass das eigentlich nur noch cooler werden muss, indem man dann einfach auch eine Möglichkeit schafft, für möglichst viele Leute sich daran zu beteiligen. Und ein Ziel ist halt, in das Podlove-Plugin diesen ganzen Shownotes-Converter-Kram reinzubauen, was derzeit halt alles noch extern ist. Hier, ich kann mal kurz zeigen, diesen Textball, den ihr da gerade gesehen habt, wenn man den mal durch den Converter schickt, dann sieht das auf einmal so aus. Ja? Also eben war das noch so ein hingeklotztes Textzeug und jetzt hast du hier irgendwie gleich so ein Wikipedia-Icon irgendwie, übrigens Retina-kompatibel, ja. Jetzt schon. Ja, ja, ich meine, das sind doch mal... Wow. Ja, das ist Future. Ja. Und im Prinzip ist das eigentlich auch jetzt erstmal nur, das ist irgendwie, also da geht noch einiges, ja, also muss halt jetzt sehen, wie macht man das, wenn da eine Zeitmarke dran ist, macht man dann Player-Icon oder Pipapo, man kann diese ganzen YouTube-Videos mal auseinanderklambüsern und so weiter. Und das ist eigentlich so das Ziel, dass wir hier irgendwie so ein allgemeines Shownotes-Format haben, was eigentlich, also was entweder kollaborativ live in so einem Pad erzeugt wird, wenn sich denn da eine Gruppe findet, aber genauso kann man das halt auch selber von Hand eingeben. Also man kann auch selber seine Shownotes in demselben Format machen. Dann tippert man das halt einfach nur in seinen Podlove ein und sagt, hier ist jetzt meine Konverterroutine für die Webseite, hier ist meine Konverterroutine für den Feed, weil im Feed will man natürlich nicht so einen Klotz drin haben, sondern nur so vielleicht die Chapters und die Sections und vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber diese ganzen Tonnen von Wikipedia-Links, die müssen da jetzt nicht unbedingt auch noch mit rein. Dann kann man das halt alles schön auseinanderhalten und so. Und dann kriegt man das hin. Und dann haben wir nämlich auch diesen Free-Text-Bereich in dem Plugin im Prinzip reduziert auf Template. Und alles andere kommt aus Title, Subtitle, Summary auf der einen Seite, aus den ganzen sonstigen Metadaten auf der anderen Seite und dann eben auch noch aus dem Feld Shownotes, wo einfach nur dieser Cut-and-Paste-Text, wie er im Wiki gleich nach der Sendung sowieso schon rumliegt. Und fertig ist die Laube. Und man hat halt irgendwie völlig semantische Shownotes. Das Spiel kann man dann auch beliebig weitertreiben, indem man dann irgendwie auch noch die Personen mit reinschreibt. Und dann kriegt jede Person vielleicht auch noch ihre eigene URI. Und dann ist man irgendwie auch, können wir irgendwie anfangen, Podcast-Suchmaschinen zu machen, so nach dem Motto, ah, das war ja ein interessanter Gast, zeig mir mal, in welchen anderen Podcast der auch noch war. Ja, und... Gibt es irgendwelche Überlegungen, wie man diesen jetzt bestehenden Medienbruch zwischen IRC-Chat live zur Folge und Podcast-Shownotes-Produktion im Pad, wie man den noch irgendwie überwinden oder lindern kann? Weil also man hat immer sehr viele Leute im Chat und sehr, sehr wenige Leute, die dann wirklich noch die Arbeit machen, dann wirklich systematisch halt im Pad dann Shownotes zu machen. Und ob man da noch mehr den Chat abgreifen kann, indem man quasi irgendwelche Kommandos im IRC dann wiederum passt, die automatisch dann irgendwie ins Pad rübergegeben werden oder ähnliches. Aber das ist die Antwort ja selber gegeben. Also eigentlich müsste man da halt nur mit irgendwelchen Bots arbeiten, die halt so Dinge triggern. Müsste man mal... Die Frage ist, was? Ja, ich meine... Habt ihr nicht schon mit so zwei Kanälen und Moderatoren gearbeitet, dass man noch einen zweiten Kanal hat, wo auch wirklich die Podcaster lesen und im anderen tummeln sich dann Moderatoren, die das Wichtige nochmal rüberkopieren? Genau, das war quasi, um das Problem zu lösen, dass irgendwie im Chat dann so viel los ist, dass man da eigentlich dann live nicht mehr wirklich drauf eingehen kann. Aber das war jetzt noch nicht auf die Shownote-Produktion bezogen, sondern nur darauf quasi, dass überhaupt für uns informationstechnisch... Ja, ich meine, das Problem mit diesen Pads ist, dass die jetzt nicht so ohne weiteres skalieren mit automatisiert befüllt werden können. Also wenn man so einen Bot hätte, dass man direkt aus dem Chat quasi Shownotes reinwerfen kann,
dann wäre das halt ganz toll. Also als ich das erste Mal über das Problem nachgedacht habe, habe ich eigentlich überhaupt nicht an Freetext gedacht, sondern da schwebte mir eher so ein System vor, wo man halt sagt, plus neues Element und mehr so wie so ein Formular das ausfüllt. Zeit, Text, Link, kann man ja im Prinzip genauso machen und dann hätte man nochmal die ganzen Text dahinter. Das wäre auch nett, wenn jemand sowas hacken würde. So ein kollaboratives Realtime-Formular, wo man eben während eine Sendung läuft einfach nur sagt plus und dann ist die Zeit quasi auch implizit schon da, weil das System weiß, wann auch plus gedrückt wurde, es weiß, wann die Sendung angefangen hat, weil da so ein Counter mit drin ist und dann hätte man das. Das wäre ein anderer Weg, dasselbe zu erzeugen, aber man kann es halt auch mit dem Pad machen. Das finde ich an der Stelle ganz reizvoll. Und in Zukunft soll dann eben wiederum dieser Excerpt, also diese Kapitelmarken, dann wiederum in XML landen, damit dann auch die Podcast-Clients das auswerten können. Und wo es wirklich anfängt zu bluten, ist natürlich, wenn man es schafft, diese Semantik der Shownotes auch den Podcast-Clients mitzubringen. Dass im Prinzip in dem Moment, wo man einen Begriff hört und den nicht versteht, der da eigentlich schon auf dem Bildschirm steht, weil da ist der halt in den Shownotes. Und er weiß halt, wo man gerade ist und die Shownotes rauschen von links nach rechts einfach an einem vorbei, wie so eine Keynote-Präsentation. Einschließlich des YouTube-Films, über den gerade geredet wird und so. Vielleicht auch mit Caching. Ja? Hast du Daten, wie viele Leute tatsächlich die Shownotes dann lesen und benutzen? Ich habe das Gefühl, und ich kann es nicht beweisen, dass die meisten Leute den Podcast dann doch eher mit dem Schlips im Ohr oder meinetwegen im Auto hören und so und eben nicht auf die Shownotes gucken, außer sie haben einen bestimmten. Also ich weiß, wie viele Leute sich beklagen, wenn es keinen gibt. Also. Die Shownotes werden immer wertvoller, umso älter eine Sendung ist. Allein schon für Podcaster. Allein schon dieses, sag mal, haben wir da eigentlich schon drüber geredet oder nerven wir die Leute jetzt irgendwie? Ja, das ist so wertvoll, nachschlagen zu können. Und dann gibt es auch immer wieder so diese Tipps, irgendwie permanent wird über irgendwelche Sachen geredet, die funktionieren oder nicht funktionieren und Weihnachtsgeschenke-Tipps und keine Ahnung und Filmtipps und so weiter. Und das will man alles einfach nachschlagen. Und in dem Moment, wo die Shownotes halt semantisch sind und nicht nur so ein Blob of Text, kann man halt auch super aggregieren und also da ergeben sich, glaube ich, eine ganze Menge Möglichkeiten. So. Und das geht halt irgendwie komischerweise in den USA, passiert halt nichts, ja, weil die auch alle Werbung machen und von daher an sowas wie Kapitelmarken offensichtlich auch gar kein Interesse haben, weil dann könnte man ja die Werbung überspringen. Und hier in Deutschland ist es irgendwie anders. So, hier gibt es irgendwie eine lebendige Szene, wo auch andere Refinanzierungsmodelle möglich sind und dann kann man halt auch über solche Sachen nachdenken. Das ist echt prima. Ne? Ja? Also gerade der Gedanke, dann über alle Folgen so ein Glossar aufzubauen, ist, glaube ich, spannend. Wobei ich dann fast überlegen würde, ob es dann Sinn macht, dann wirklich mit quasi Glossartext zu arbeiten, weil dann muss man wieder irgendwie so 300, 400 Worte verschlagworten oder ob man nicht einfach irgendwie eine Lucene oder Solar drüber wirft und vernünftige Stoppwortlisten hinterlegt und das dann im Plugin automatisiert angehen kann. Das werden wir jetzt alles rauskriegen, wenn wir die Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Also es ist jetzt einfach erstmal nur so ein Entwurf. Wie man das dann im Detail macht, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das ganz sinnvoll ist, weil man dann eben explizit sagen kann, also ich würde, wenn ich das jetzt hätte, würde ich irgendwie mich sofort hinsetzen und die letzten 50 Folgen Raumzeit einfach mal komplett durchtaggen und dann hätte ich so einen Weltraum-Glossar. Also mit dem Hinweis, in welcher Sendung, an welcher Stelle das mal gesagt wurde und erwähnt wurde und so. Das ist einfach, eigentlich kann man aus diesem Podcast so eine Art lebendige Wikipedia, gesprochene Wikipedia machen für den Alltagsfall. So, ja. Man sagt halt einfach irgendwas und beschreibt damit die Welt und danach wird das durch die Shownotes irgendwie indiziert und darüber kann man das wieder finden und so. Ne. Vielleicht noch, wo wir noch im Bereich die Zukunft und wie sie uns die Hosen ausziehen wird. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Auphonic diese Multitrack-Geschichte macht. Und naja, wenn man das mal weiterdenkt, also jede Spur wird einzeln behandelt von Auphonic und jede Spur wird sowieso daraufhin untersucht, wann redet denn jemand und wann redet halt niemand. Das heißt, diese Metadaten, wann jemand redet, fallen sowieso an und das wird da auch rausfallen, das wird stattfinden, das haben die schon gesagt. Und ein Plan ist halt, diese Daten dann wiederum einzusammeln, in diesen Podlove-Publisher wieder reinzuwerfen und dem Webplayer zu übergeben, sodass man halt künftig
nicht nur irgendwie so eine Datenwurst sieht mit irgendwie Audio, sondern dass man im Prinzip für jeden einzelnen Sprecher eine eigene Timeline hat. Sodass man halt auch so Tasten machen kann wie überspringe diesen Monolog. Ja. Oder auch so statistische Analysen darüber fahren kann, wie viel wird in diesem Podcast durcheinander geredet. Ja, weil man halt sieht, wo alle gleichzeitig reden und dann kann man so einen Index machen sozusagen, wie so der Quassel-Index ist oder sowas. Also da geht eine Menge. Und vor allem, wenn man es dann wiederum mit den Transkriptionen und den Shownotes kombiniert, dann kann man halt auch wirklich suchen nach, was war denn nochmal die Sendung, wo Clemens gesagt hat, ja, weil dann durchsucht man halt auch nur die Spur und so weiter und so weiter. Also da ist einfach eine Menge möglich, man muss das halt jetzt irgendwie nochmal machen. Nie wieder Kalender-Rant. Ja. Genau, ihr könnt dann einfach gleich Tags einstellen, die ihr gar nicht hören wollt. Ja. Vielleicht noch ein Satz zum Development. Also die ganze Software wurde jetzt dieses Jahr im Wesentlichen halt von Erik vorangetrieben und Gerrit hat halt immer mal wieder sich Zeit genommen, um diesen Player voranzubringen. Ihr merkt schon, es mangelt hier an Ideen nicht. Ja? Und ich plane demnächst mal so eine kleine Crowdfunding-Runde einzuberufen, um die Jungs mal hier aus ihren Jobs freizukaufen, um mal einen richtigen Coding-Sprint hinzulegen, damit wir jetzt nicht noch 2 Jahre warten müssen, bis das irgendwie alles was wird, sondern bis dass wir da einfach mal vorwärts kommen, weil ich bin einfach, ich werde ungeduldig. So, jetzt haben wir noch 8 Minuten hier irgendwie für ein paar Fragen oder so oder Ideen. Was habt ihr denn noch auf dem Herzen? Ja? Es passt jetzt nicht ganz genau, aber magst du noch ganz kurz was bei Feeds und Hörerzahlen sagen? Benutzt du Feedburner und wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht? Ah ja, okay. Also ich benutze Feedburner ausschließlich, weil es derzeit die einzige Quelle für irgendwie halbwegs greifbare Statistiken über Abrufzahlen sind. Theoretisch könnte man halt noch was anderes machen. In diesem Podlove-Projekt haben ja auch noch diverse andere Leute angedockt hier. Unter anderem hat der Sven, halt doch mal deine Hand kurz mal hoch hier, hat sich gerade irgendwie aufgehalst, so einen Podcast-Logfile-Auswertungs-Analyse-Dingsy zu bauen, wo wir dann alle irgendwie unsere Logfiles reinspenden können und dann dreht man an der Kurbel und dann kommen irgendwie tolle dreidimensionale Grafiken, wo man so mit einem Cyberhandschuh durchfliegen kann raus. Oder? Das hast du doch gesagt, oder? Okay. Naja, vielleicht erstmal nur ASCII, aber ich glaube, so ein paar Linien können schon bei rausfallen, weil das ist halt ein generelles Problem. So, und ich habe da auch nichts anderes. Das ist für mich der einzige Grund, warum ich überhaupt noch Feedburner benutze, weil eigentlich will ich das nicht mehr benutzen. Das ist ein bisschen blöd. Wir werden auch noch trotzdem das drin lassen, diesen Feedburner-Support mit Redirect und so. Es gibt ja auch noch ein paar andere Dienste, die vielleicht besser funktionieren. BitLove-Support kommt mit rein, dass man in den Download-Links sofort auch die BitTorrent-Variante gleich mit dabei hat. Das ist einfach immer eine Frage von Prioritäten und Zeit. Und die Templates werden noch erweitert, dass da irgendwie Archive, Listen, die Liste aller Feeds und so weiter, dass man das alles generieren kann, dass man es nicht alles hinschreiben muss. Ja. Aber Statistiken ist echt das Thema, da haben wir auch beim letzten Podlove Developer Meeting sehr viel darüber diskutiert, wie man das machen kann. Gibt es halt 2 Ansätze. Das, was halt Sven macht, so Logfiles nehmen und mal reinschauen. Der Clemens hatte da auch noch ein paar wilde Ideen mit so einem richtigen spezialisierten Podcast-Download-Server, der quasi die Statistiken in dem Moment erzeugt, wo die Downloads auch stattfinden, womit man dann noch ganz andere Sachen analysieren kann, nämlich wie schnell laden die Leute eigentlich gerade runter und so. Müssen wir mal sehen. Ja. Wie weit ist das ganze Projekt außerhalb dieses Raumes bekannt, beziehungsweise außerhalb der deutschen, österreichischen Podcast-Community? Also gibt es da in den USA schon irgendwelche Implementierungen? Weiß ich nicht. Also es gab ein paar Engländer, die schon irgendwelche Patches reingeworfen haben, oder einer zumindest. Es gibt da zunehmend auch englischsprachige Kommunikation, aber es ist derzeit noch nicht so weit. Was mich ehrlich gesagt auch gar nicht sonderlich stört, weil ich glaube, dass wir in Deutschland da genug Potenzial haben und dass es eigentlich völlig ausreichend ist, erstmal jetzt hier innerhalb dieser wohl kommunizierenden Community das jetzt hier voranzubringen
um dann vielleicht in einem Jahr der Welt zu zeigen, was wir da gerade gebaut haben. Und wenn die dann sich immer noch mit ihrem Podpress rumschlagen, dann werden sie halt irgendwann sich wundern, wo eigentlich diese ganzen anderen Podcast-Seiten herkommen, wo der Player so geil aussieht und wo man den irgendwie auch in anderen Webseiten embedden kann und das mit den Kapitelmarken und Shownotes sind ja auch noch drin und guck mal hier und was der noch kann und so. Wenn die dann immer noch mit ihren kleinen Flash-Buttons da mit 8x8 Pixel arbeiten, das wird dann sich einfach rumsprechen. Das kommt. Ob die USA, also ich weiß nicht, auch so Apple und so weiter, ich habe da ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass die irgendwie ein bisschen aufwachen. Ich meine, jetzt so ein Network wie Five oder sowas, wäre auch durch schon irgendwie darauf hingestoßen hast. Ja, haben wir schon mal. Ja, ich weiß gar nicht. Also, die haben, ja, erstens sein eigenes CMS, also jetzt, das ist, also die Standards wären natürlich schon interessant. Da muss man jetzt erstmal ein bisschen Butter bei die Fische machen und sagen, hier, wir haben hier tausende Podcasts, die das verwenden und es funktioniert und wir haben 3 Podcast-Directories, die das auch irgendwie benutzen und die jetzt auch die Kapitelmarken anzeigen und so weiter, also diese ganzen Sachen. Oder die sich eben auch die semantischen Shownotes reinpfeifen und irgendwie ein cooles Verzeichnis haben. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man, ich meine, die wissen zwar, wie man Sendungen macht und die haben alle Showtalent und die haben irgendwie coole Leute, mit denen man reden kann und so weiter, aber so rein technisch ist das irgendwie alles total, halt so wie USA, ne? Stromleitungen oben auf Masten. ist halt nicht modern irgendwie. Ja, also da müssen wir mal einfach ein bisschen German Engineering an den Tag legen. So. Ja. Hast du auch Fragen? Irgendwas? Beiträge, Wünsche? Sagt nicht, euch fällt kein Feature ein, was ich nicht schon erwähnt habe. Also mir fällt da noch eine Menge ein. Und ja. Wie ist es denn, also ja. Ist es denn gerade für sowas, Progress oder sowas? Ich hätte auch gerne für jeden Talk, Workshop und so weiter hier schon uns. Gibt es schon irgendwie Ideen, das auch in Kombination mit Videostreams zu machen und so? Das funktioniert ja alles hier auch. Achso, mit Streams. Ja, live. Na, im Prinzip spreche ich ja jetzt nichts dagegen, dass die Leute direkt das Shownotes-Format auch zu den Vorträgen jetzt schon live schreiben. Spreche ich ja nichts dagegen. Dann hätte man das halt jetzt schon. Wenn davon jemand wüsste. Aber im Prinzip ja, klar, natürlich. Ne? Für Auphonic sind auch Konferenzen generell auch so eine Idee, wohin die Frage nach dem Businessmodell war. Also wenn ihr so an Unis oder seid oder wenn ihr Konferenzen macht und immer wieder diese Last dieses automatischen Durchrechnens haben, das ist so eine der Stoßrichtungen, wo die auch hinwollen. Da kann ich mir noch eine Menge vorstellen und diese semantischen Shownotes sind eigentlich für alle interessant. Also, ja. Da gerade auf Honig für Konferenzen hat jemand hier der FEM erzählt, dass das Audio, was diese raushauen, auch nicht immer gut ist, dass zumindest dadurch die Kongressvorträge zumindest erstmal gut verständlich werden. Ja, das wäre mal schön, wenn mal das alles hier durch Auphonic gejagt wird, weil dann könnte man ja auch was hören. Jemand von der Fender? Ja. Ja? Kann man machen. Ich meine, da ist eine API, das ist sehr einfach, da kann man mit Curl irgendwie den Kram reinschmeißen und der fällt hinten dann gleich auf dem richtigen Server mit der richtigen Benamsung in 1000 Formaten raus. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Und man kann aus den Videos auch gleich die Audio-Version machen und so weiter. Also... Da freuen die sich auch sehr, wenn unser Content da durchläuft. Da lassen die gerne mal die Büchse glühen. Na? Ab wann empfiehlst du das Ganze zu zeigen? Nein, er war zuerst. Ja. Nur nochmal, um das kurz klar zu machen, du willst langfristig bei WordPress bleiben? Nee. Also das ist jetzt eigentlich eher so eine Maßnahme, weil sowieso alle WordPress verwenden und ich leider auch. Erstmal überhaupt irgendwas zu machen, wo man erstmal ordentlich publishen kann und damit man überhaupt auch mal Standards voranbringt, weil das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Eigentlich hätte ich gerne, da müssen wir jetzt nochmal 2 Stunden weiterreden, also ich hätte halt gern so ein Radio-OS. Ich würde da gerne was dazu sagen. Ja, sag mal was. Also so, es sieht so aus, ein Bekannter und ich, wir schreiben gerade Podcast-CMS. Ja. Es wird noch eine Weile dauern, bis es fertig ist. Also wir haben jetzt erst angefangen. Aber nur so, dass ihr mal wisst, es kommt irgendwann mal was, was irgendwie dann auch funktioniert und nicht WordPress ist.
und was halt weiß, was eine Sendung ist, was weiß, was eine Episode ist, was irgendwie ein bisschen intelligenter sein kann, als es WordPress je sein wird, weil es halt einfach weiß, was ein Podcast ist. Also nur so irgendwann. Ja, sollten wir mal reden. Ja, machen wir gleich. Wie viele solche Aussagen hast du schon gehört? Was? Welche Aussagen? Ja, dass irgendjemand irgendwie vorhat, irgendwas zu programmieren, das hört man von Zeit zu Zeit. Es gibt schon was, so ist das nicht. Ja. Ne, ich zeig das mir. Doch, das gern. So. Ja. Ist denn Kotlin lizenziert? Also zum Beispiel, wenn sich jetzt irgendwelche Leute dran machen würden, Teile davon supporten, noch andere Zehngäste oder wie auch immer? Also, die haben ja da schon eine Lizenz rangeschrieben, aber meines Wissens sollte das alles BSD lizenziert sein. Okay, auch die Grafik und solche Geschichten? Ja. Das ist die einzige Lizenz, die sinnvoll ist. Alles BSD-Code, alles frei, alles, keine Fragen. Soll ich es schon installieren oder soll ich noch warten? Kann ich dir leider nicht abnehmen, die Entscheidung. Aber du kannst ja damit mal testen. Ja. Also es gibt Podcasts, die schon Padlach benutzen. Ja, einige sogar schon. Also es gibt schon so 10, 20 Installationen, glaube ich, oder mehr. Ja. Du wolltest was? Ja, wie sieht es auf der Client-Seite aus? Also gerade so diese, jetzt schon uns nicht, aber was mir vor allem fehlt, ist so, ja, BitTorrent, aber Kapitelmarken, die ihr da im Feed habt und so weiter. Ja, das ist ja die Idee mit diesem Podlove Simple Chapters, da die Client-Developer zu überzeugen, das zu machen. Aber ich glaube, also da haben wir, also zum Martin Hering, der Instacast macht, gibt es da ganz gute diplomatische Beziehungen. Die G-Podder-Leute lesen da auch irgendwie mit auf der Liste. Weiß jetzt nicht genau, ob die da schon dabei sind, das irgendwie zu integrieren. Aber das Problem ist, erstmal gibt es derzeit noch relativ wenig Podcasts, die das überhaupt anbieten. Und da müssen wir erstmal dieses Henne-Ei Problem lösen und deswegen auch so ein Fokus auf diesen Shownotes, weil das eigentlich gerade ein echt extrem eleganter Weg ist, da mehrere Katzen auf einmal totzuschlagen. Und wenn man dann, also demnächst sind dann die Kapitelmarken, von denen das Plugin weiß, dann auch im Feed und so, und dann gibt's das. Und also jetzt ist derzeit quasi noch kaum was da, aber ich hoffe halt, dass wir Ende des Jahres im Wesentlichen die deutsche Podcast-Landschaft umgestellt haben. So. Ja? Stichwort BitLove, kurz erwähnen noch vielleicht? Ja, BitLove ist ja eben schon ausführlich vorgestellt worden im Teil vorher. Ich könnte es auch gerne nochmal erwähnen. Das ist halt auch ein Projekt, was hier so aus dieser ganzen Initiative hervorgegangen ist. Wer es noch nicht kennt, hier kann man halt einfach seinen Podcast-Feed reinschmeißen und dann wird daraus eine Kopie des Feeds, in dem halt alle direkten Links durch BitTorrent-Links ersetzt sind und es geht halt alles automatisch. So, das ist auch eng verwoben und deswegen werden wir halt auch BitLove-Support einbauen, sodass wenn man eben das da angemeldet hat und das sagt er hier auch jetzt mit BitLove, dann ruft man die Seite auf und dann guckt er kurz nach, gibt es das Torrent und wenn ja, dann ist das mit in dieser Download-Liste mit drin. Das haben wir jetzt gerade hier so eingebaut. Wer das schon mal gesehen hat, mit dem toller Effekt, warte mal, hier. Genau, hier, das ist hier so das neue Download-Ding, anstatt dieser Gummi-Buttons, die da bisher sind, dass man halt hier direkt irgendwie auswählen kann und wenn dann halt BitLove dabei ist, dann hätte man sozusagen für jede Datei dann auch noch jeweils die BitTorrent-Variante auch gleich noch mit drin. Na, und dann lädt man die halt runter oder lässt sich die URL anzeigen, was auch immer. Also das ist, wird gerade dran gearbeitet. Ja? Da war vorhin die Rede von PubSubPub. Macht Podpress Publisher das auch schon oder noch nicht? Nee, macht er noch nicht, aber wird er bestimmt. Also das bauen wir da noch mit ein. Ja? Was sicherlich noch cool wäre, wenn man einfach so mehr Peer-to-Peer-mäßig da einbauen könnte. Also insgesamt. Was meinst du damit? Ja, das Problem ist halt, ich habe so mitbekommen bei größeren Podcasts, dass halt dann öfter auch mal der Server einfach wegschmiert, weil halt alle über HTTP ziehen und halt deshalb viele Leute einfach nicht schnell genug ihren Podcast hören können. Und wenn man dann halt, ich weiß jetzt nicht genau, wie Spotify das macht, die scheinen ja auch irgendwie so Peer-to-Peer im Hintergrund zu machen, dass man irgendwie so ein Peer-to-Peer-Podcast-Netzwerk hätte, wo halt
ist ja im Prinzip BitLove. Ja, gut, aber du meinst halt Leute, die halt explizit das auch. Ja, naja, es gibt ja so Sachen wie dieses, ich weiß noch gleich, dieses Content Delivery Network. Das offen. Genau, Coral, es gibt ja dieses Coral CDN, das ist ja im Prinzip so eine ähnliche Idee. Dass du einfach deiner Domain in der URL dann noch eine andere Top-Level-Domain hinzufügst und dann wird es automatisch in dieses Ding rein. Ich habe das auch mal ausprobiert, das funktioniert auch irgendwie meistens und dann aber auch mal nicht und das ist halt doof. Weil entweder geht es halt immer oder es geht nicht so. Und BitLove ist echt ganz schön bulletproof, finde ich. Also das haut keiner um. So. Noch was? Sonst können wir auch zum geselligen Teil übergehen. Nicht, dass wir jetzt irgendwas geplant hätten, aber wir sind halt irgendwie da. Ich würde mich halt freuen über Kontributoren aller Art irgendwie. Auch wenn sich jemand da ist, der sich nicht zu fein ist, PHP zu programmieren. Ja? Das ist für eine gute Sache. Es gibt da immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten, wo uns ausgeholfen werden kann, um einfach dieses Plugin voranzubringen. Und das ist einfach immer gern gesehen. Ja. Natürlich auch andere Sachen. Und wenn ihr da Ideen habt, bin da für alles offen und wir sind da jetzt sozusagen der Hub. So, aber Ende nächsten Jahres will ich hier stehen und dann soll es so ein bisschen sein wie jetzt hier mit diesem Gebäude und dem Gebäude im letzten Jahr. So. Man sich irgendwie gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, dass man das auch schon mal anders gemacht hat. So. Danke.